Also, wir haben den lieben Lee hier. Ich habe gehört, dass du im Zirkus aufgewachsen bist. Was hast du so alles getan? Ja, ich habe natürlich auch viel trainiert, dass ich jetzt auch Clown werden kann. Also man muss auch nicht so viel trainieren, weil man muss einfach nur, sage ich, blöde Sachen machen, dass die Leute lachen. Und ja. Hat das Training so richtig, war das hart oder hat es dir sehr Spaß gemacht? Also manchmal ist es hart, manchmal macht es mir Spaß, also es ist ganz unterschiedlich. Als Clown, hattest du schon mal Auftritte mit dem Publikum? Hast du was gemacht? Ja, natürlich habe ich schon viele Clown-Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel Tanz August gemacht. Da geht es darum, um eine Box, dass ich dann tanze, wenn sie aufgeht. Und ja. Tust du auch die Kinder beim Camp unterrichten oder machst du dein eigenes Ding? Ich tu nur ein bisschen mithelfen. Manchmal, wenn sie vielleicht nicht so gut mitkommen oder ich übersetze was für die anderen, dann ja. Also übersetzen, ist das jetzt so eine eigene Sprache? Habt ihr so eine eigene Sprache, was ihr redet, oder redet ihr alle Deutsch? Also wir reden nicht alle Deutsch. Wir haben hier auch Leute aus anderen Ländern und ja. Du bist ja im Zirkus aufgewachsen. Wie war es dort so? Ja, es war natürlich sehr schön. Wo ich klein war, habe ich natürlich auch viel mit den Tieren gespielt, jetzt auch noch. Und ja, deswegen, es war sehr, sehr schön. Tust du nur Auftritte machen und sowas oder hilfst du nur oder machst du auch was zum Beispiel Aufbau und sowas? Ja, ich helfe natürlich auch mit bei der Aufbau von des Zeltes. Das baut sich ja nicht voll alleine auf und deswegen helfe ich da auch mit. Ich habe schon vom Vorbeigehen gesehen, dass es Tiere gab. Kümmerst du dich auch darum? Ja, ja, natürlich. Ich säuber die Tiere auch, also ich mache sie sauber und ja. Sind wir in Marvin von Zirkus Safari da. Wir haben jetzt, wenn ich das die Kinder sehe, das sind nicht alles eure, gell? Nein, nein, wir haben, es ist ja ein Feriencamp, Zirkuscamp. Mhm. Wir haben diese Woche, ich glaube, 13 Kinder, die bei uns jeden Tag von Montag bis Samstag zu uns kommen und die hier Lektionen lernen, um sie dann am Samstag ihren Eltern zu präsentieren. Tolle Sache. Und das wird scheinbar, wie ich so sehe, sehr brav angenommen. Gell? Ja, ja, die Kinder sind sehr, sehr brav. Die wollen ja auch lernen. Ne? Die herkommen, die sind nicht hier, weil sie hier sein müssen. Die wollen hierher kommen und wir tun mit den Kindern eigentlich viele Sachen. Wir haben viel zur Auswahl, was sie machen können. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und wenn die Kinder was lernen wollen, dann lernen sie natürlich auch viel schneller, als wenn man was nicht will. Das ist ja ganz logisch. Wer bringt ihnen die Tricks bei? Die haben wir schon gesehen, aber gibt es auch Artistinnen oder Artisten, die? Ja, wir haben, also ich bin der Trainer für Jonglage, für Clown. Okay. Und ich bin überall so ein bisschen mal dabei zum Gucken, mal helfen, da. Meine Tante macht die Luftakrobatik. Wir haben dann noch Artistinnen aus der Ukraine, die haben wir dabei als Trainerin. Noch eine aus Lettland, eine aus Belgien. Also wir sind ein buntes Team. Allerdings. Jetzt macht ihr nicht nur das Camp, sondern ihr habt ja auch Auftritte, oder? Genau. Wir haben noch Auftritte bis zum 17. Juli. Außer Montag und Dienstag, jeden Tag 17 Uhr. Und ihr habt ein ziemlich buntes Programm. Ich glaube, heißt das Todeskugel oder Teufelskugel? Ja, kann man, ja. Stahlkugel, Motorradkugel, Globe of Speed, Globe of Death. Die hat viele Namen. Wir nennen sie hier bei uns die Todeskugel. Und die haben wir auch dabei und die ist sehr spektakulär. Das heißt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, vorbeizukommen und sich das da anschauen im 5. Bezirk am Margaretengürtel. Genau, Margaretengürtel 53-55. Ja, wir haben ein super Programm dieses Jahr wieder dabei. Wir haben Artisten aus aller Welt. Wir haben die, wie gesagt, die angesprochene Todeskugel. Wir haben gute Clownerie. Wir haben alles dabei. Die Tiere sind ganz lieb. Und was mir sehr gut bei euch gefällt, das sind die Artistinnen. Die sind wirklich ein Wahnsinn. Die haben was drauf. Ja, wenn sie nichts drauf hätten, dann wären sie nicht hier. Alles klar. Dann wünschen wir euch alles Gute noch und dass viele, viele Leute zu euch kommen. Dankeschön. Hallo, also jetzt haben wir die liebe Pony hier. Also erzähl mal, bist du genauso wie der Lee hier aufgewachsen oder erst dazugekommen? Also ich bin aufgewachsen, ich bin Lee seine große Schwester. Ich bin hier aufgewachsen. Und Lee hat mir schon viel erzählt, so wie es hier ist. Also wie war es für dich hier? Also sehr gut, es ist auch mal was anderes. Wie normale Menschen, die tun, leben, arbeiten gehen, aber wir können vor Publikum zeigen, was wir gelernt haben, was wir können, uns präsentieren. Das ist sehr gut. Also wir finden es gut. Apropos, ihr habt gerade über Publikum geredet. Bist du vor Publikum auf? Machst du Auftritte und sowas oder
schaust du eher zu und lernst? Also ich lerne jetzt gerade etwas, aber ich tue auch Hula Hoop machen. Ich tue Hula Hoop machen mit meiner Cousine. Aber jetzt gerade lerne ich etwas. Hilfst du auch bei den Tieren mit, genauso wie Lee? Nein, ich gebe die Tiere nie einen Tag Wasser, ich fütter die Tiere, ich miste sie aus, also alles, was man eigentlich braucht. Schön. Machst du auch Auftritte mit den Tieren? Übst du mit denen oder nur füttern? Also nur füttern, weil wenn ich älter wäre, will ich etwas mit den Tieren machen. Nur jetzt sind mit die Jungs mit den Tieren, also jetzt machen die Männer mit den Tieren und die Frauen machen jetzt an die Luft etwas oder etwas anderes, aber die Männer machen jetzt was mit den Tieren. Ist es jetzt so eingeteilt, Männer machen das und Frauen machen das oder können die machen, was sie wollen? Also es ist so eingeteilt, wir haben einen Plan, wer wann dran ist, wer was macht. Und ja, aber man kann auch manchmal sagen, ja, ich möchte das mit den Tieren machen, dann ist das, kann man es gerne machen. Wir sind vor der Manege, das für viele das Leben bedeutet. Zirkus ja. Safari, was kann man zu ihm sagen? Naja, Zirkus Safari ist der größte Zirkus von Österreich. Besitzt zwei Chapiteaus. Was ist das? Ein Chapiteau. Ein Zelt. Nein, also ein Chapiteau wird genannt, ja, eben wo Zirkusvorstellungen stattfinden. Aber nicht nur Zirkusvorstellungen, zum Beispiel Zirkus Safari bietet ja auch an Familienfeste. Also man braucht am besten auf www.zirkussafari.at gehen. Ja, ich bin heute ein bisschen nervös, weil gestern war die Premiere von unserem Zirkuscamp, das zweite, aber zum ersten Mal in Margareten und ja, ich bin halt ein bisschen nervös. Ich habe das PR-Management heuer übernommen, wo ich sehr, sehr stolz und glücklich bin. Ich kenne die Familie schon seit über 15 Jahren. Und ja. Camp, Zirkuscamp, was ist das? Ja, also ein Zirkuscamp ist, es werden verschiedene Kinder und auch Jugendliche Zirzensches ausgebildet in verschiedenen Disziplinen. Ja. So, das war jetzt ganz eine kurze Erklärung. Okay, da hinten sieht man schon jede Menge Kinder, das ist schon... Ja, einige haben Pause gerade, also wir haben keinen strengen Zeitplan, das möchten wir auch nicht, sondern sie sollen Spaß und Freude haben und da gibt es dann schon gewisse Zeiten, von der Zeit und der Zeit gibt es unser Mittagessen zum Beispiel, was frisch gekocht wird von einem Catering-Unternehmen, Werner Wilczek. Kinder, welche das jetzt sehen und sagen, ja, ich möchte da dabei sein. Gibt es da noch Möglichkeiten? Wir haben noch verschiedene Plätze und wahrscheinlich, aber das steht noch nicht fix, verlängern wir auch das Feriencamp, aber das stellt sich in den nächsten Tagen raus. Aber es gibt noch für nächste Woche einige Plätze und auch für die Woche drauf und ja. Ja, und für alle Freunde der Manege, sei es jetzt fürs Zirkuscamp oder für eure Vorstellungen, wo kann ich mich informieren? Also am besten unter www.zirkussafari.at. Ja. Unsere Zirkusvorstellungen finden noch laut Plan bis zum 17. Juli in Wien-Margareten statt. Eventuell eine Verlängerung oder wir machen Sommerpause, das steht auch noch nicht ganz genau fest. Oder man ruft unsere Hotline an. Der Lee sagt uns jetzt die Telefonnummer. Ja, die lautet 066-486-20237. Du bist ein Schlawiner. Wie bist denn du jetzt dahergekommen, Lee? Ja, das ist einfach Zirkus. Und wir haben immer viel Spaß, oder? Ja.